Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute am 1. März. Eine frisch gepresste Sendung aus Helsinki wieder mit dem gewohnten Hotelblick. Heute wahrscheinlich der letzte Tag. Dann haben wir als Themen für euch frisch gepresst vorbereitet. Lufthansa 747-8 Flotte muss am Boden bleiben, 12 Flüge fallen aus. Weiter geht es mit der Asiana 747-400 wird ausgeflottet. Weiter haben wir noch als Thema Allegris kommt. Ja, Allegris kommt. Die erste Strecke ist auch bekannt gegeben worden. Gab großes Mailing gestern. In den USA gibt es eine Initiative, dass es eine Toilette geben muss im Flugzeug, die behindertengerecht ist, die also auch rollstuhlgerecht ist. Können wir nochmal darauf eingehen. Ich werde da ein bisschen zu was sagen. Finde ich übrigens sehr gut, dass das gemacht wird. Condor A320 kriegt die Recaro-Sitze, Weltklasse-Sitze, in der Business-Class und in der Economy-Class unterschiedliche Sitze. Und jetzt kommt es auf der 320er-Flotte. Also das heißt nicht auf der Cont, weil da gibt es ja schon auf der Intercont, sondern auf der Cont-Flotte. Und haben wir noch was vergessen? Lufthansa Technik hat die Auktion gewonnen für den Bundeswehrjet, den keiner haben wollte, anscheinend. Ihr könnt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen, aber auch ganz einfach unten kommentieren, abonnieren, zum Stammtisch kommen, nach Tallinn kommen oder aber auch Fragen, die ihr an mich habt, einfach senden und dann können wir das Ganze besprechen. Ansonsten hier amerikanische Kreditkarten, immer hier. Oder aber auch, wenn ihr sagt, ihr möchtet euer Reiseerlebnis verbessern, dann könnt ihr euch natürlich auch bei mir melden. Jetzt können wir direkt starten. Ja, und zwar mit dem ersten Thema Lufthansa Technik. Ich hatte es gestern schon vermeldet, dass man da Interesse dran hatte. Der Spiegel hatte das gesagt und jetzt ist es so, dass der Spiegel gesagt hat, die Lufthansa ist für einen einstelligen Millionenbetrag zum Zug gekommen. Und das Flugzeug ist ja für die Lufthansa Technik kein unbekanntes Flugzeug. Heißt also, die Registrierung Delta Alpha India Golf Romeo, die sie mal hatte, war ja mal bei der Lufthansa. Und die 1601, die sie jetzt hatte, ist halt quasi passé und Geschichte. Das Flugzeug wird, wie der Name schon verrät, mit der Lufthansa Technik, nämlich Technik, wird als Ersatzteilspender gehen, wird zerlegt. Ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit Lufthansa da vielleicht eine Sonderedition draus macht für den Workshop, aber ich habe da so ein Gefühl, dass das leider nicht klappt. Ich bin mal gespannt, was man da macht, aber schauen wir uns dann an, was aus dem 340-300er wird. Schade eigentlich, denn ich finde es immer schade, wenn ein Flugzeug geht. Auch hierzu könnt ihr einfach kommentieren, wenn ihr sagt, ihr findet es schade. Aber das Flugzeug hat halt letztes Jahr zu viele Maläste gemacht. Kann vielleicht an den Passagieren gelegen haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Thema ist jetzt Geschichte und die Bundeswehr ist es los. Und die Lufthansa Technik freut sich auf Ersatzteile. Wer sich auch freut, sind natürlich die Leute in den USA, wenn es um Verbesserungen geht. Und man muss ja der Ehrlichkeit halber sagen, dass in den USA ja viele Sachen im Argen liegen, wenn es um die Rechte an Bord geht, Sitzplatzabstände, Toiletten. Aber bei uns in Europa sieht es auch nicht besser aus. Jetzt ist es so, dass man in den USA ein behindertengerechtes, nicht nur, sondern auch rollstuhlgerechtes Klo möchte. Das heißt also, dass dieses im Flugzeug sein muss. Wenn das nicht ist, soll es Strafe geben. Wenn der Rollstuhl beschädigt wird, nicht ankommt, wenn der Rollstuhl nicht dann am Gate steht, wenn der Passagier den dann braucht, dann muss die Fluggesellschaft Strafe zahlen. Und das ist in meinen Augen auch richtig so. Heißt also, ein automatischer Gesetzesverstoß, das ist das, was der Verkehrsminister, ich meine, das ist der Buttigieg, dort möchte. Und die Entschädigung, natürlich Reparaturen bezahlen und so weiter. Wir erinnern uns ja an die ganzen Themen, wo Fluggesellschaften Rollstühle verloren haben und so weiter. Soweit ich das weiß, gibt es, also ich habe da Gott sei Dank nicht viel Erfahrung, aber so wie ich das mitgekriegt habe, sind Rollstühle ja teilweise auch Einzelanfertigungen. Und das ist natürlich für denjenigen dann lebensnotwendig, dass man dieses Ding hat. Da kann man nicht irgendeinen anderen Rollstuhl nehmen. Es ist nicht nur eine Inconvenience, sondern es ist einfach nur schlecht. Und da ist es richtig, dass man die Fluggesellschaften an die Kandare nimmt und direkt packt. Auch wichtig ist es so, dass wenn der letzte nicht Gehbehinderte vom Bord geht, dass das Gerät dann da ist. Also ich finde das in Ordnung und ich finde das sehr, sehr gut.
Und Buttigieg ist übrigens der Verkehrsminister. Er hat sogar noch mehr gefordert. Und er hat gesagt, Betroffene sollen konkret in einen Toilettenraum kommen können, wo sie mit ihrem Rollstuhl rein können. Und der muss so groß sein, dass der beeinträchtigte Fluggast und eine Begleitperson ihn betreten können und sich dort und jetzt festhalten, darin bewegen können. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Ich habe das Problem, dass einige Toiletten bei Fluggesellschaften schon sehr, sehr sportlich sind. Und bewegen ist auch nicht drin. Ich möchte dann nur die A320er-Toiletten Spaceflex nennen, wo die Galley halb ist, die andere Seite ist Toilette. Und wenn man dann halt auf die Toilette geht, die an der Abrundung ist, ey, mit meinem 2,01 Meter, sorry. Also da muss ein Riegel vorgeschoben werden. Ich finde das in Ordnung. Ihr könnt kommentieren, wenn ihr betroffen seid oder sowas, gerne mal eine Sendung zu machen. Bin ich gerne bereit, da auch mal ein bisschen das Thema zu beleuchten. Denn da wird zu wenig Rücksicht drauf genommen in meinen Augen, auch wenn man die Gänge sieht. Das war übrigens auch das Thema, was ich meine. Es ist ja so, an Bord passen ja auch keine normalbreiten Rollstühle, sondern da gibt es ja diesen extra Rollstuhl. Und ich bin der Meinung, dass es auch diese extra Rollstühle, diese schmalen, dass man durch den Gang kommt, die müssen an Bord sein. Also da wäre ich mal gespannt, wie das Thema gelöst ist, weil die Leute können sich ja dann auch nicht bewegen, wenn sie da hingesetzt werden, abgeholt werden. Also hier, wenn ihr betroffen seid oder wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen habt, gerne Bescheid sagen. Können wir gerne mal eine Sendung zu machen. Jetzt gibt es den Moment, wo wir uns verabschieden müssen. Ihr Gott sei Dank nicht von mir, ich nicht Gott sei Dank von euch, aber wir müssen uns verabschieden von der Asiana 747-400. Asiana, die ja jetzt von der EU zumindest die Erlaubnis hat, in die Korean Airlines aufzugehen, warten ja noch irgendwie noch auf Amerika, wollen sich aber von der 747-400 verabschieden und da gibt es auch eine Abschiedstour. Die südkoreanischen Medien sagen, dass der letzte Passagierflug am 25. März 2025 stattfinden soll. Und es ist aber so, trifft nur die Passagierflotte. Es gibt ja noch 10 Frachter. Also insofern ganz weg ist sie nicht, aber für uns als Passagiere wird diese 747-400 Geschichte sein. Bei Lufthansa gibt es ja noch 747-400er. Damit haben wir dann zumindest einen Lichtblick, dass wir auf dem Muster noch fliegen können. Ich mag das Flugzeug, also ich mag die 747, ehrlich. Ich finde es ja auch schöner als 380er, aber schöner zu fliegen ist im 380er. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Was man auch nicht haben kann, ist bei Lufthansa anscheinend genug Crews. Und zwar bei Lufthansa ist es so, dass man im Moment ab und zu mal Flüge ausfallen lassen muss. Am letzten Wochenende waren es sogar 12 aus der Teilflotte der 747-8er. Und da war der Grund, der in dem internen Dokumentation angegeben war, festhalten. Und zwar no cockpit AVBL, also available. Heißt also, es gab kein Cockpit. Warum gibt es kein Cockpit? Weil viele jetzt umgeschult werden auf die 350er, auf die 787er und so weiter und so fort. Heißt also, dass man dafür die Teilflotte, auch der 400er übrigens, quasi nicht komplett benutzen kann, weil halt kein Cockpit da. Und es gab auch dann so lustige Situationen, dass ein Flug abgesagt worden ist, aber Delhi zum Beispiel ist dann doch stattgefunden. Und am Sonntag, 25. und 24. Februar war, glaube ich, der Samstag, ist es so, dass mit knappem Vorlauf 12 Interconnects abgesagt worden sind. Also wenn ihr auf einem der Flüge wart und betroffen wart, wisst ihr warum. Cockpit war nicht verfügbar. Ist natürlich unangenehm. Lufthansa spricht auch hier von so einer Art Februar-Effekt, wenn man das so sehen will. Im Februar ist es so, dass es dort schlechte Wetterbedingungen, Streiks und immer wieder natürlich alles durcheinander gekommen und damit sind dann Crew-Restzeiten und so weiter durcheinander gekommen. Aber Trainings sind halt lang geplant und haben dann irgendwie so ein bisschen eine Prio, weil ja, Simulator ist im Moment Mangelware. Lufthansa bildet ja auch zum Beispiel Cockpit-Crews bei Finnair aus, auf dem 350er. Also wenn ihr mit Finnair fliegt und 350er, kann es passieren, dass ihr einen FO habt, der 350er fliegt, aber von Lufthansa ist. Also nur so als Hinweis. Ja, damit hatten wir das Thema auch abgeschlossen, natürlich. Und bevor es zum großen Allegris-Thema kommt, kommen wir zur Condor. Condor. Die Condor hat neue Sitze bei Recaro bestellt. Ich finde die Recaro-Sitze relativ geil, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde die Firma auch relativ cool. Und die haben sich jetzt auch wieder durchgesetzt bei den Business Class, aber auch bei den Economy Class Sitzen auf der 320er Flotte.
Und ab 2024 wird dort auf der Kurz- und Mittelstrecke die Modernisierung stattfinden. Die findet also quasi jetzt statt. Und bis 20, was war es denn? Ich muss gerade noch mal, ich weiß gar nicht, es dauert ein paar Jahre. Also ich glaube 2026, 27, muss fragen, leg mich nicht darauf fest, sollte das dann abgeschlossen sein aus der Teilflotte, dass man halt dort die Sitze hat. Und Anfang macht halt die Delta Alpha November Charlie Zulu und wird dann gerade letzten Tests vor der Auslieferung gemacht und wird im April erwartet. Also das heißt, dass man da dann schon da die neuen Sitze drin hat. Was macht die Sitze so einzigartig? Einmal natürlich, dass sie leicht sind und sie sind aus der Economy-Reihe. Und gibt es Unterschiede? Das heißt also, dass man dort auch die Produktwelten klarer abgrenzen kann. Fängt dann an, dass sie zum Beispiel auch zum Beispiel diese, die haben eine Halterung. Bring your own device. Bravo, Yankee, Oscar, Delta. Bring your own device. Muss ja alles einen Namen haben. Also da kann man dann sein iPad ablegen, sein iPhone ablegen und kann gucken. Und die Sitze nur für euch, dieses ist, sind die BL3710er Sitze mit mehr Sitz am Stand und einer längeren Armlehne. Und die haben auch mehr Rückenlehne, die man nach hinten legen kann. Also die Rückenlehne ist gleich lang, aber man kann sie mehr nach hinten geben. Und was auch ganz wichtig ist, USB. Ja, finde ich gut, dass die Condor das macht und dass man dort da was getan hat. Aber jetzt geht es zu den Freunden mit den Sitzen aus Frankfurt. Also nicht die Sitze aus Frankfurt, aber die Fluggesellschaft aus Frankfurt. Und die haben ja lang und breit erklärt, dass man neue Sitze haben will. Das Ganze nennt sich Allegris. Das ist ja eine Erlebniswelt von Lufthansa. Und man kann es dort wahrscheinlich selber kaum erwarten, so wie wir es kaum erwarten können, dass es endlich neue Sitze gibt. Erst war es Covid, dann war es Boeing, dann war es Airbus, dann war es die Sitzhersteller, die 4, 5, 6, 7.000 Stück, die gefühlt das produzieren. Dann war es die allgemeine Lieferketten-Engpass-Situation. Aber jetzt ist Lufthansa aus der Deckung rausgekommen und hat uns gesagt, dass es diesen Sitz gibt. Darunter ist natürlich auch der neue Prem Eco-Sitz. ZIM hat ihn, glaube ich, kann ihn schon lange liefern, weil er wird ja auch teilweise eingesetzt bei der Swiss. Aber es ist so, dass man dort mehr Privacy hat. Wichtig ist jetzt das erste Ziel und München und Vancouver. Dann soll Toronto kommen. Im 350er. Tada! Jetzt ist es raus und das ist so. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Jetzt ist es so, dass man maximal nur jeden zweiten Tag einen Allegris-Flug am Drehkreuz starten kann. Heißt also, es gibt nicht jeden Tag den Abflug mit Allegris. Da müsst ihr ein bisschen auf den Plan achten. Und es ist halt auch keine Sicherheit, weil wenn der Flieger oder so weiter ausfällt, gibt es ein Problem. Also ich bin da mal gespannt, was Allegris bringt und ob Allegris das bringt, was es verspricht, was wir versprochen bekommen haben. Ich habe für euch deshalb auch eine geile Frage des Tages wieder aus dem Hut gezaubert. Und zwar ist die Frage des Tages, habt ihr noch an Lufthansa Allegris geglaubt? Weil da gab es ja von vielen bösen Spott, muss ich ehrlicherweise sagen. Und die zweite Frage natürlich ist, wie findet ihr das erste Allegris-Ziel? Habt ihr gesagt, Vancouver ist das, was ihr erwartet habt? Kanada von München aus. Ich persönlich bin freudig erregt, dass der Flieger überhaupt erstmal fliegt. An dieser Stelle danke ich euch wieder, dass ihr Frequent Traveler TV geschaut habt. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren, zu liken, alles das zu tun, was kein Geld kostet. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt den Kanal unterstützen, dann schließt eine Kanalmitgliedschaft ab. Bekommt die Sendung auch früher aufs Auge als die anderen, wenn ihr Business Class oder höher wählt. Und ich freue mich. Also, bis morgen in alter Frische. Also, bis dann. Danke, ciao und Abspann für euch. Wo ist er denn hier? Hier ist er. Bis dann, ciao.